Es ist so nervig. Da fällt dir das Handy einmal aus der Hand auf den Teppich und es ist Schrott. Es ist vorne Schrott, es ist hinten Schrott, aber innen ist es nicht Schrott. Lass mal dieses jetzt kaputte Galaxy S8 hier aufmachen. Mit Hilfe von einem Föhn lösen wir den Kleber. Ein bisschen Geduld und Zubehör helfen uns, die Rückseite abzulösen. Und here we go. Das Handy ist offen. Diese insgesamt 14 Schrauben hier lösen wir und ziehen NFC und die Einheit für das Wireless Charging ab. Jetzt sieht alles hier so aus. Das große hier rechts ist ein Akku, der noch funktioniert. Hier sind eine Kamera und ein Blitz, die noch funktioniert. Das hier ist ein noch funktionierendes Mainboard. Und das hier oben die Rückseite einer Frontkamera, die auch noch funktioniert. Was ich euch sagen will, wenn das Glas von eurem Handy Schrott ist und ihr werft das weg, dann schmeißt ihr funktionierende Technik in den Müll. Ihr müsst das nicht selbst reparieren, aber warum nicht refurbished Handy? Die kaputten Teile werden hier ausgetauscht und die gesamte Technik lebt weiter. Das gibt's so zum Beispiel bei Backmarket. Ihr spart damit Geld und der Umwelt tut ihr auch noch was Gutes.